Leute, heute bin ich unterwegs in Oranienburg am Havelkanal und mit dabei ist der Nico und der Angelmadin und wir haben uns kennengelernt im Internet über Instagram natürlich und haben uns vorgenommen, dass wir mal zusammen fischen gehen. Und wir haben uns hier heute einiges vorgenommen, ja, von 50er Barschen über Rapfen und Döbel wurde mir heute einiges versprochen. Ich bin sehr gespannt. Der Spot sieht sehr, sehr interessant aus, aber wir werden auch noch ganz viele andere Spots heute testen. Es wird also mega interessant, aber ich würde sagen, wir legen erstmal los, weil so ein bisschen Fisch wäre schon cool. Okay, dann machen wir mal einen los jetzt hier. Wir fangen jetzt mal an. Wir machen hier einfach mal ein paar Würfe. Und als erstes bin ich natürlich zu Martin gegangen. Ja. Die Leute kennen dich ja noch nicht in unseren Videos. Und jetzt wäre es natürlich schön, wenn du auch mal ein bisschen was über dich erzählst. Ja, wie gesagt, ich bin der Martin Noack, komme aus dem wunderschönen Oberhavel, Oranienburg. Und bin hier seit meiner Kindheit immer schon an der Angelroute, habe meine vielen Fische hier gefangen, viele Spots kennengelernt, für mich gesichert und ja, wie gesagt, hier lohnt sich das Angeln zu gehen, viel Wasserbewegung, viele Flüsse, viele Seen sozusagen hier in Brandenburg, also man hat hier schon einiges gesehen und gefischt. Und der Martin hat mir unter anderem hier heute einen 50er Barsch versprochen. Nein, anders. Eigentlich hast du gesagt, wenn ich diesen 50er Barsch hier raushole, kriege ich 100 Euro von dir. Genau. Ja? Also wenn du hier den 50er Barsch rausholst, den ich schon etliche Male verloren habe und keine Ahnung, was mit diesem Fisch ist, aber der hat anscheinend Bock, die guten Angler zu veräppeln. Und ab und zu geht der rauf, schlitzt aus und man winkt ab. Und ja, wer den Fisch hier fängt, wie gesagt, der kann sich bei mir melden mit Fangfoto. Wie gesagt, der kriegt von mir 100 Euro. Also alle jetzt. Okay, die gesamte Community kann es jetzt hier probieren. Morgen ist der Spot voll und hier stehen 40 Mann. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also die Wette gilt jetzt nur für diesen Spot hier. Also wenn wir jetzt den Spot wechseln, dann nicht mehr, oder was? Aber wäre nett, nicht zu viel verangeln. Das, wie gesagt, wir wollen ja den Fischen auch was Gute tun und die nicht komplett hier ihr Lebensraum zerstören. Also du angelst jetzt quasi jedes Mal hier, oder? Ich bin eigentlich fast jeden Tag hier. Nur nicht der Spot, den sammle ich nur ab wegen Müll, weil auch viele Angler ihren Müll auch hier liegen lassen. Deswegen mache ich hier so ein bisschen den Kontrolleur so und es gehört zur Pflicht als Angler, seinen Müll mitzunehmen und alles einzusammeln. Ja, jetzt bin ich mal rübergegangen zu dem lieben Nico, denn wir wollen natürlich auch ein bisschen was über dich erfahren. Ja, hallo, ich bin der Nico, komme auch aus Oranienburg, so wie der Angel-Martin. Angel seit dem 6. Lebensjahr hier in Sachsenhausen und Umgebung und bin zum Angeln gekommen durch meinen Vater. Und ja, seitdem habe ich das Angeln für mich entdeckt. Betreibe das auch regelmäßig. Ich bin auch Allround-Angler, angel also sämtliche Angelgruppen ab, ob Raubfisch, ob Friedfisch, Fiedern, Karpfen, alles sowas. Ja. Klingt auf jeden Fall interessant. Ich bin wirklich gespannt, was wir heute hier so rausholen werden. Also, und du bist wie Martin auch immer hier dann? Oder haben wir hier noch andere Spots, die wir uns vielleicht anschauen können? Mein Hausgewässer ist ein Hotspot, gerade für die Rapfen, weil sie dahin kommen zum Laichen. Und große Döbel sind auch zu erwarten. Hast auch Barsche, Hechte. Und ja. Okay, müssen wir dabei. Jetzt bin ich heiß. Ja, den zeige ich dir auf jeden Fall, den Spot. Also, okay, also Leute, ich hatte auch noch, tatsächlich, ich habe noch keinen Rapfen gefangen. Ja? Also ich muss mir noch was einfallen lassen, wenn ich hier heute meinen ersten Rapfen raushole. Dann lasse ich mir noch was einfallen. So. Wir machen jetzt einen Spotwechsel, denn mir wurde ein dicker Rapfen versprochen und den will ich hier heute auf jeden Fall rausholen. Oh, jetzt weg, fast abgeschmiert hier. Ich werde von den Mücken aufgefressen. War ja auch wieder so schlau und habe kurze Hosen an. Ich ärgere mich gerade so ein bisschen, dass ich irgendwie keine Badeschuhe bei habe oder so. Weil ich überlege gerade, ob ich nicht ins Wasser gehe und von dort aus an. Ich habe leider keine Bodylotion, aber ich glaube, das tut so auch. So, was sind denn jetzt hier eure favorisierten Köder? Also ich versuche es gerade mit einem mitteltief laufenden Wobbler. In der Größe 8,5 cm vom Berkeley. In der Farbe rot-schwarz. Mit ein bisschen Grün drin. Ich mache es auf die altschool Art.
einen schönen Spinner mit ein bisschen rote Fransen und funktioniert eigentlich, wie jeder weiß, immer. Weil Spinner ist Winner. Spinner geht immer, sagt der Martin. Ich habe einen Jig-Spinner dran. Wie gesagt, die waren ja in letzter Zeit sehr erfolgreich. Allerdings auf Barsch. Wir werden sehen. Ja, mein neuer PB? Na ja, mal gucken. Irgendwas hast du vorher noch erzählt mit so einem anderen Spot noch? Ja, noch ein Stück weiter hoch und dann auf der anderen Seite von der Brücke. Ja, ungefähr 100 Meter Luftlinie von hier, also ist nicht weit. Also ist wenn nur hier nicht so viele Steine wären. Ja, ist sehr mutig, dass du hier mit den Füßen reingehst. Wenn ich mich hier ein bisschen besser reinstelle, also beim nächsten Mal nehme ich Badeschuhe mit, dann merkt man das nämlich nicht so, was hier alles so rumliegt im Wasser. Habe ich bessere Chancen. Was macht man nicht alles für einen guten Fisch? Du schubst mich noch, klar. So, drinne bin geil. Ich schon mal. Geil, einfach nur geil. Ein Stück. Aber es ist sehr abenteuerlich, muss ich sagen. Ja, ich hatte mir so vorgenommen, wenn ich hier drinne stehe, kann ich ja viel besser abfächern. Weil da so vom Ufer mit den ganzen Bäumen, die da drin hängen. Aber beim nächsten Mal nehme ich jetzt immer Badeschuhe mit. Da hat man mit sowas kein Problem. Wenn ich jetzt Kescher schreie, muss einer kommen mit dem Kescher. Ich komme auch hingerannt. Wenn der Fisch kommt, komme ich auch ins Wasser. Okay. Gerade verschwindet auch die Sonne etwas. Da ist es mit den Spinnern nicht so effektiv. Da kann man dann ruhig auf kleine Gummis wieder schalten. Da gehen die Fische auch gerne rauf. Ja, ich habe auch gerade so gedacht, ein Köderwechsel wäre jetzt nicht verkehrt. Und dann habe ich aber gesehen, wo meine Köderbox liegt und wo ich mich gerade befinde. Und ja, ist gerade ungünstig. Ein Biss hatte ich. Weiß nicht, wie sieht es bei euch aus? Ja, Biss hatte ich auch schon vorne auf der anderen Seite, so wie bei dir. Dabei war ich jetzt hier schon so mutig und habe mich hier in die Fluten gewagt, quasi. Aber wir werden gleich weiter. Und dann werden wir hier dieses Flussbett einfach mal ablaufen. Natürlich von außen. Und da hinten raubt es übrigens. Das kann ich von hier aus sehen. So ungefähr 50 Meter weiter. Und ihr sagt, es wird immer tiefer dann. Es wird etwas tiefer, etwas mehr Struktur. Da ist doch nichts. Das müssen doch Zuppler sein. Schön ins Kraut, jawohl. Mal gucken, so jetzt muss da hier mal was geben. So, ich komme raus hier, Spotwechsel. Jo. Wie im Dschungelcamp. Also es ist hier heute echt abenteuerlich, die Spots. Ich meine, geil sieht es ja aus, das muss man schon sagen. Ja. Aber es ist mega anstrengend, hier überall hinzukommen. Und ja, ihm jetzt davor zu angeln, finde ich eigentlich auch ein bisschen blöd. Ja. Also der Fliegenfischer, den kennt man hier auch schon eigentlich recht gut. Ist auch ein Eingesessener sozusagen. Okay. Er fängt auch sehr gut immer mit seinen Fliegenangeln. Als alte sibirische Bergzicke. Uah. Geil. Oh, guck mal hier. Oh. Hier kann, oh, schön. Sehr cool hier. Aber hier jetzt rüberlaufen wird schwierig, oder? Ich würde es nicht tun. Ich überlege, kannst du mir meine Route geben? Ich überlege, ob ich hier mal schnell einen Wurf mache.
gerade den neuen Spot hier. Schon erfolgreich. Weiß gar nicht, habe ich jetzt bloß einen Wurf gemacht? Ja, ja. Ich werde gerade was abgeschnitten. Ja, hier ist auch sehr, sehr rutschig. Also kann auch passieren, dass man hier wegrutscht. Ja, ich werde jetzt erstmal den Barsch hier befreien. Ja, der Martin hatte ja gerade einen schönen Barsch. Und wie es immer so ist, vorhin, wo die Kamera aus war, ist weg, fast abgeschnitten. Hatten wir natürlich auch schon zwei Fänge, aber da war die Kamera halt aus. Also es ist meistens immer so. Jetzt stehst du voll in so einer Falle. Ich komm hier nicht mehr raus. Warte mal, da ist es fester. Sehr abenteuerlich hier heute alles. Sehr abenteuerlich. Nee, eine wunderschöne Kulisse. Und ich hoffe, dass wir jetzt hier endlich noch dich entschneidern. Letzten Spot. Naja, vorhin hatte ich ja schon mal einen, aber da war ja Stefan noch nicht da. Da hinten könntest du ja einen Rapfen riegen. Ja. So. Yeah! Immer einen kleinen Petri! Minibar. Aber wirklich nur einen kleinen Minibar. Ich hing gerade an meiner. An meinem Mikrofon fest, aber der ist gut gehakt. Okay. Ja. Der erste ist safe. Super, so. Petri! Da ist er. Komm her, schön festhalten hier. Zack, kleiner Mini-Barsch. Also boah, hier schöne Färbung. Gibt's Fisch. Schnell zurück. Ein bisschen größer könnte er sein. Ja, der Durchschnittsfisch ist leider etwas aber kleiner. Hier gibt's Fisch. Ja. Ja, wir sind jetzt hier an meinem Hausgewässer. Alter, ja, hast du das gesehen? Ich im Frühjahr gerne auf den hast du Fisch? Barsch! Und auf Bleier mal. Martin hat wieder Fisch. Müssen wir kurz unterbrechen hier. So viele Fische haben wir ja heute nicht. Aber das ist auch ein schöner. Ja. Auf den guten Molex Trago Spintail. So meine, mein absoluter gängiger Köder. Ja, Leute, wir kommen zum Ende. Es war ein sehr aufregender Tag, fand ich, weil wir haben ziemlich oft den Spot gewechselt, sind durch den Dschungel gelaufen, kam mir teilweise vor wie im Dschungelcamp. Die Kulisse ist echt cool. Wir hatten hier echt mega tolles Gewässer mit den Wasserfällen und so. Also das fand ich schon echt Hammer. Fisch hätte ein bisschen mehr sein können, aber wir haben Gott sei Dank noch den einen oder anderen Barsch wenigstens rauszuppeln können. Von meiner Seite her, daher vielen Dank, dass wir das gemacht haben. Ich freue mich, dass ich euch der Community vorstellen konnte. Und wir werden das bestimmt noch mal wiederholen. Auf jeden Fall. Ja. Das werden wir auf jeden Fall machen. Ja, gut. Ja, wie gesagt, es war ein zäher Tag. Es war ein harter Tag. So an sich gehe ich eigentlich viel, viel, viel früher eigentlich ans Wasser und hole mir meine Fische. Ja, aber nichtsdestotrotz war ein geiler Tag, Leute. Und das machen wir, wie gesagt, auf jeden Fall nochmal. Ja, hat uns auch gefreut. Super, danke. Bis dann.